Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Back to East hier aus dem wunderschönen Bantico. Und wie man uns schwer erkennen kann, sind wir hier immer noch schön am Weizen ernten, um das Stroh zu bekommen. Immer noch mit dem schönen 100 Jahre Sonderlexion. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Drescher ihr jetzt besser findet, ob ich bei dem Class Lexion, also bei diesem hier bleiben soll, oder ob womöglich doch wieder auf den New Holland Yellow Bull zurück soll. Ich bin mir da selber irgendwie unschlüssig. Fallen mir beide ganz gut. Ist natürlich zu bedenken, dass der Lexion hier eine größere Arbeitsbreite hat als der New Holland. Aber so ein bisschen unschlüssig bin ich mir halt noch. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr so meint, welchen würdet ihr nehmen. Dass es langsam abtankt. Wir kriegen ihn also nicht. Mal gucken, ob wir ihn blockieren können, so ein bisschen kurz. Ach, Watzlaw, du bleib doch eben stehen. Ich weiß, ich könnte den Autokombine so umschalten, dass er eben stehen abtankt. Das will ich aber nicht. Lässt sich aber auch nicht irgendwie blockieren, der Hund, ne? Gut, wieder hochkommen tut er hoffentlich. Wir können dann derweil, wie er hier hochfährt, schon mal Schlepper mit der Presse hier in Stellung bringen quasi. Dazu nehmen wir natürlich, wenn wir schon mit Klaas unterwegs sind, nehmen wir dafür auch den Klaas. Ein bisschen frische Luft wieder reinlassen. Und dann donnern wir natürlich mit der Presse dahin, um dann im nächsten Part, was dann hier, ich werde dann nach diesem Part das Feld zu Ende dreschen. Und dann werden wir da gemeinsam mit den Strohballen pressen. Ach, so leer war die Straße schon lange nicht mehr. Keine Tante Hilde, die mit ihrem Mosquitsch zum Einkaufen fährt.
schön auf und ab. Der Klaas kann das ab. Hoffe ich. Dass das auch fällt. Es beeilen, dass wir wieder in die Fan kommen. Nicht, dass wieder eine oder eine halbe Spur verpassen. Da kommen wir zeitlich wieder null hinterher. Alter, ist. Der sah eben so schiefstehend aus. Aber fix sie da unten. Gleich vorne eben anhalten, das hilft nichts. Boah, mit dem Schnall weg, mein. Kriegen wir sogar alles rein. Hänger ist jetzt bei 97, 98, 99 voll. Fast alles reinbekommen. So, dann geht was wieder ins Rennen. Good luck, my friend. Jetzt fahren wir doch mal eben ein bisschen verkaufen, weil der Weg dann wesentlich kürzer ist.
Waage steht da natürlich ein bisschen saudoof. Werden wir also zukünftig missachten. Eh keine Funktion, die habe ich nun mal so als bisschen Beischmuck dahingesetzt. Ist ja nur keine von den Funktionswagen wie auf der Vossdorf. So, und dann hauen wir mal weg den Schreck hier. Ja, die Kornpreise sind natürlich im Moment nicht so der Hammer, wir spielen weiter noch schwer. Aber haben es halt im Moment auch nicht notwendig, auf jetzt große Nachfragen zu warten. Oder wie zu Norbert und seinem Landhandel sind die halt relativ kurz. Und das kommt dann irgendwie ein bisschen besser, als wenn wir jedes Mal jetzt zum Hof hinzuckeln. Genauso, wir werden den hier am Ende wieder auffüllen. Verhältnisse. Ja, nochmal so ein Punkt, wo man sagen könnte, Also der hat, warum steht das hier nicht? Wir würden auf jeden Fall ein Yellow Bull hat 11,5. Ja. Ist ungefähr gleich, der Yellow Bull hat glaube ich ein klein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Da können wir aber nur das mittlere Schneidwerk nehmen. Also das 32er, das hat 9,70 Meter. Und das Glas hat. Steht da wieder nicht. Das ist immer ein bisschen schade, warum das da nicht steht. Aber ich denke mal auf jeden Fall ein bisschen mehr könnte man das im GPS-Mod sehen. Meter 50. Das ist natürlich schon 2 Meter, fast 3 Meter mehr. Naja, mal gucken. Wie gesagt, schreibt ihr mal rein in die Kommentare, was ihr dazu meint. Welchen Drescher würdet ihr an meiner Stelle nehmen? Würdet ihr bei dem Klaas Lexion hier bleiben oder würdet ihr den Yellow Bull von New Holland wieder nehmen, den ich ja sonst auch immer hatte. Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ich schicke den Watzlaw wieder auf Reisen. So, jetzt in diese Richtung, geht los.
Und dann danke ich für dieses Mal wieder fürs Zuschauen. Ich dresche jetzt hier weiter und wir sehen uns dann beim Strohballenpressen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal reinhauen. Tschüss.